mein Filmtipp ist Kriegervater König von Julian Reich. Und zwar deswegen, weil ich es einen außergewöhnlichen Film finde, weil er einerseits ein Porträt ist von zwei Sportlern, von zwei Mixed-Martial-Arts-Kämpfern. Es ist ein Porträt eben zweier Außenseiter, die sich über diesen Sport definieren, die über diesen Sport ihren Weg in die Gesellschaft kämpfen, die ihr Selbstbewusstsein aus dem Sport schöpfen. Und er ist sehr nah dran, es ist sehr intim, der Film, und die beiden haben eine sehr nachdenkliche Art, wie sie auch ihr Leben und ihren gesellschaftlichen Status reflektieren. Mein Ziel war kämpfen und gewinnen. Ich bin normal wie jeder, aber nur mit einem Ziel. Beide sind natürlich irgendwo immer noch fremd hier in Deutschland, und dieser Kampfsport ist ihr, nicht nur ihr Ventil, sondern ist ihr Lebensweg. Wo ich klein war, habe ich mit meiner Großmutter gelebt. Sie war ganz arm. Sie war immer so lieb zu mir. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ich war noch Kind. Was für die Erde Sonne ist, ist für mich Stolz. Der Film gefällt mir deswegen so besonders, weil er den Mut hat, so als Dokumentarfilm so ein Genre zu definieren. Nämlich einerseits Kampfsportfilm, andererseits aber auch wirklich Sozialdrama mit auch Emotionen und Pathos und Überzeichnung der Figuren. Und das ist eigentlich eher unüblich im Dokumentarfilm, und das finde ich sehr mutig und außergewöhnlich. Ich bin Daniel Spondel, der Festivalleiter. Also mich findet ihr überall und nirgends.